Leben mit Naturgefahren im Kanton Bern. Die Elemente des integralen Schutzes. Vom Jura über das Mittelland und die Voralpen bis zu den Alpen ist die Topografie im Kanton Bern sehr abwechslungsreich. Selbst tief eingeschnittene Täler mit ihren steilen Hangflanken sind ganzjährig bewohnt und mit Bahnen und Straßen erschlossen. Aufgrund der Geländeverhältnisse treten fast im ganzen Kanton Naturgefahren auf. In Wildbächen bilden sich Murgänge mit einer gewaltigen Zerstörungskraft. Bei Hochwasser überfluten Bäche und Flüsse angrenzende Gebiete. Felsstürze und Steinschläge verursachen durch ihre große Energie massive Schäden. Lawinen aus großen Anrissgebieten bedrohen exponierte Verkehrswege und Siedlungen. An steilen Hängen bilden sich unter dem Einfluss von Wasser Rutschungen und Hangmuren. Trotz dieser Naturereignisse und deren Überschneidungen mit Schadenpotenzialen ist ein Leben mit Naturgefahren im Kanton Bern sehr wohl möglich. Beim Begriff Schutz vor Naturgefahren denken viele in erster Linie an technische Schutzbauten. In Wirklichkeit erfordern unsere Schutzbedürfnisse jedoch ganzheitliche Lösungen. Der integrale Schutz vor Naturgefahren ist ein Zusammenspiel der fünf Elemente: Raumplanung, organisatorische Maßnahmen, operationelle Maßnahmen, Schutzbauten und Schutzwälder. Konflikte zwischen Naturgefahren, Siedlungen und Verkehrswegen sollen mit der Raumplanung bereits im Voraus verhindert werden. In erheblich gefährdeten Gebieten verbietet das Bernische Baugesetz das Bauen von Wohnhäusern. Für die Umsetzung dieser Vorgabe müssen die Gefahrengebiete bekannt sein. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Kenntnis der bisherigen Naturgefahrenereignisse. Damit in der Raumplanung auch große Ereignisse berücksichtigt werden können, die selten auftreten, aber möglich sind, müssen diese mit Computerprogrammen simuliert werden. In Gefahrenkarten werden Gebiete unterschiedlicher Gefährdung ausgeschieden. In roten Gefahrengebieten ist die Gefährdung erheblich. Gebäude können zerstört werden, Personen sind auch innerhalb der Häuser gefährdet. In blauen Gefahrengebieten mit mittlerer Gefährdung muss mit Schäden an Gebäuden gerechnet werden. Personen sind in den Häusern in der Regel nicht gefährdet. In gelben Gefahrengebieten ist die Gefährdung gering. Für das Bauen in den verschiedenen Gefahrengebieten gelten unterschiedlich strenge Vorschriften. Sie reichen von Empfehlungen über bauliche Auflagen bis hin zu Bauverboten. Verantwortlich für die Ausarbeitung und Umsetzung der Gefahrenkarten sind die Gemeinden. Die für die Sicherheit ihrer Einwohner verantwortlichen Gemeinden stellen durch Lawinendienste sicher, dass Personen aus bedrohten Wohnhäusern rechtzeitig evakuiert werden. Die Betreiber von Bahnen und Straßen sind für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer verantwortlich und müssen die gefährdeten Verkehrswege in Zeiten akuter Gefährdung schließen. Lawinenbulletins des Schnee- und Lawinenforschungsinstitutes in Davos geben wichtige Hinweise über die allgemeine Gefahrenlage. Automatische Schnee-, Wind- und Wettermessstationen liefern rund um die Uhr aktuelle Messdaten über die Verhältnisse in den Lawinenanrissgebieten. Große Felsstürze kündigen sich in der Regel durch zunehmende Steinschlagaktivität an.
Bewegungsmessungen erlauben es, die Gesteinsmassen zu überwachen. Oft ist eine exakte Prognose über den Zeitpunkt des Ereignisses jedoch schwierig. Durch künstliche Auslösung kann in günstigen Fällen ein Felsabsturz geplant und die nötigen Vorkehrungen zum Schutz von Menschen und Tieren rechtzeitig getroffen werden. Das augenfälligste Element des integralen Schutzes vor Naturgefahren sind bauliche Maßnahmen. Sie können Naturgefahrenprozesse im Entstehungsgebiet verhindern oder vor den gefährdeten Objekten ablenken, bremsen oder stoppen. Lawinenverbauungen stützen die Schneedecke ab und verhindern dadurch das Anreißen von Lawinen in deren Entstehungsgebiet. Der Lawinenleitdamm verhindert das Ausbrechen der Lawinen in Richtung des Dorfes. Dynamische Steinschlagschutznetze stoppen Steine und Blöcke. Murgangschutznetze halten hohen Belastungen stand und fangen das von den Wildbächen transportierte Geröll auf. Sperrentreppen reduzieren das Gefälle des Bachbetts und damit die Fließgeschwindigkeit des Wassers. Beim Absturz über die einzelnen Bauwerke wird viel Energie vernichtet. Schutzbauten reduzieren das Risiko erheblich, sind aber verhältnismäßig teuer. Viele Siedlungen im Kanton Bern sind nur dank den darüberliegenden Wäldern vor Naturgefahren geschützt und dadurch überhaupt ganzjährig bewohnbar. Auch Verkehrswege, die entlang von steilen Hängen verlaufen, sind dank dem Schutz durch den Wald vor Naturgefahren sicherer. Schutzwälder sind im Gegensatz zu technischen Verbauungen in der Lage, gleichzeitig vor mehreren Gefahrenprozessen zu schützen. Steine und Blöcke können von den Baumstämmen abgebremst, abgelenkt und aufgehalten werden. Im Vergleich zu unbewaldeten Hängen halten Waldböden das Wasser viel besser zurück. Die Baumwurzeln haben eine armierende Wirkung und stabilisieren so den Boden und verhindern Rutschungen und Erosion. Lawinenschutzwälder schützen Siedlungen und Verkehrswege äußerst zuverlässig. Im Gegensatz zu offenen Flächen ist das Anreißen von Lawinen in dichten Wäldern nicht möglich. Rund ein Viertel der Wälder im Kanton Bern schützt direkt Siedlungen und wichtige Verkehrswege vor Naturgefahren. Im Oberland ist der Anteil des Schutzwaldes doppelt so hoch. In einzelnen Gemeinden liegt er sogar bei über 90%. Der integrale Schutz vor Naturgefahren im Kanton Bern ist eine Erfolgsgeschichte. Trotz zunehmender Besiedlung und Mobilität sind bei den gewaltigen Naturereignissen der vergangenen Jahre erstaunlich wenige Personen zu Schaden gekommen.